Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein für mich sehr besonderes Video für euch, denn ich habe Zuschauerpost bekommen, was ich nach wie vor einfach nur total goldig und großzügig finde, denn ihr müsst so eine kleine Backstory zu dem Paket kennen. Die liebe Sophie vom Kanal Mrs. Muffin Makeup hat vor einigen Wochen mittlerweile ein Top 10 Ranking ihrer schönsten Lidschattenpaletten hochgeladen. Und da hat sie unter anderem die Palette, die Shade and Light Palette von Kat Von D gezeigt und ich hatte in einem Kommentar darunter geschrieben, dass ich die Augenpalette nicht so interessant finde, aber umso mehr mit der Konturpalette geliebäugelt habe, sie mir aber irgendwie in all den Jahren nie gekauft habe. Ihr kennt bestimmt die ganz klassische Kat Von D, mittlerweile ist es ja KVD Vegan Beauty, die Shade and Light Konturpalette. Und ich fand die wirklich immer richtig, richtig toll, aber irgendwie durfte sie nie bei mir einziehen. So, und ja, ich habe halt den Kommentar geschrieben, mir nichts dabei gedacht. Und vor einigen Tagen habe ich auf Instagram eine super, super liebe Nachricht von einer Abonnentin bekommen, von der lieben Jasmin. Und die liebe Jasmin hat mich einfach aus dem Blauen raus gefragt, ob sie mir ihre Palette zuschicken darf, denn sie hat groß aussortiert und hat einfach keinen Bedarf mehr dafür. Ja, da war ich natürlich erstmal ein bisschen sprachlos, beziehungsweise habe angefangen mit ihr zu handeln, ob ich ihr irgendwas im Austausch schicken darf, denn die Kat Von D Paletten, die sind nicht günstig. Da machen wir uns nichts vor, jeder kennt die Preise davon und ich kann einfach nicht so, obwohl ich selbst Geld verdiene, so eine teure Palette einfach so annehmen. Aber Jasmin war da tatsächlich relativ unerbittlich und hat gesagt, nein, sie möchte nichts, sie sortiert aus und dann hat sie mir unter anderem die Shade and Light, heißt sie Shade and Light? Ich habe es schon wieder vergessen, die Palette geschickt. Warum ich sage unter anderem? Das hier ist das Paket der lieben Jasmin und das Paket ist so schwer, dass da auf jeden Fall mehr als die Shade and Light Palette drin sein muss. Sie hat geschrieben, ach ja, ich habe dir da vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten reingelegt. Also Jasmin, an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich habe mich bei dir ja auch schon überschwänglich bedankt, beziehungsweise ich habe das Paket noch nicht aufgemacht, das machen wir jetzt zusammen. Aber ich wollte mich allein schon an dieser Stelle einfach für deine pure Freundlichkeit bedanken, dass du mir einfach so diese Kat Von D Palette überlässt. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das ist nicht selbstverständlich und ja, ich bin nach wie vor einfach nur sprachlos, dass ich ja so eine liebe Anfrage bekommen habe und ich würde sagen, ich bin tierisch neugierig, was sich in diesem Paket noch alles befindet. Das heißt, ich beende das Intro an dieser Stelle und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem kleinen Päckchen. Ich gucke mich hier gerade im Viewfinder an und irgendwie sehe ich so ein bisschen schief aus. Ich weiß nicht, ob das an dem T-Shirt-Ausschnitt liegt oder daran, wie meine Haare fallen, aber irgendwie sehe ich so ein bisschen schepp aus. Aber wir machen jetzt einmal das Paket zusammen auf. Ich bin echt gespannt, was sich hier noch versteckt. Hier ist wieder eine kleine, ja, Karte bzw. ein kleiner Notizset auch von Diddle. Oh Gott, von Diddle. Ich kann euch das ja einmal kurz zeigen. Das hier ist von einem Diddle-Blog und Diddle habe ich als Teenie auch gesammelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Also, oh, da hast du jetzt was geweckt. Oh Gott, Diddle. Und hier ist auch noch das Pferd. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Pferd hieß. Weil das war schon irgendwie die Generation später. Da kam ja damals noch der Rabe hinzu. Hier ist auf jeden Fall Diddelina. Hieß die Diddelina mit drauf? Oh, da hast du jetzt echt Erinnerungen geweckt. Auf jeden Fall. Sie schreibt, hey Jenny, danke, dass ich dir ein kleines Paket zusammenstellen durfte. Seht ihr? Sie bedankt sich, dass sie mir etwas schicken darf. Jasmin, nein, ich danke dir, dass du mir so ein schönes Paket schicken wolltest. Also bedank dich bitte nicht, dass du mir etwas schicken, also soweit kommt's noch. Was du nicht magst, einfach weggeben, auch weitergeben oder wegwerfen.
Die Sachen wurden wenig benutzt oder nur geswatcht. Manche Sachen neu, wie die Maske etc. Es freut mich, dass die Kat Von D Palette endlich benutzt wird, wie sie es verdient. Liebe Grüße, Jasmin. Oh, danke schön. Der Zettel, der kommt doch auf jeden Fall in meine kleine Kartensammlung. Ich hebe alle Karten auf, sei es aus Trash-Päckchen, aus Zuschauerpäckchen oder. Also bei mir wird nichts weggeschmissen. Und, nein, komm, wir machen das wie bei jedem Paket. Ich greife hier jetzt blind rein und habe einen großen Stapel Masken in der Hand. Oh wow, oh wow. Ich glaube, sie hat mir jede einzelne Disney-Maske aus dem Action besorgt. Wir haben hier nämlich einmal die Maske mit Cinderella, dann mit Rapunzel, mit Jasmin und mit Schneewittchen. Das heißt, ich habe hier 4 Disney-Prinzessinnen-Masken drin und das ist super. Also ich liebe Disney, ich liebe tatsächlich auch die Masken vom Action. Also die haben teilweise wirklich, wirklich gute Masken und gerade mit den Prinzessinnenmasken habe ich bisher auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Die haben bei mir gut funktioniert. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall schon mal 4 neue Tuchmasken mit drin. Dankeschön. Ich verschwinde wieder im Paket und ziehe hier ein Produkt raus, was mir, glaube ich, gerade entgegengefallen ist. Was ist das denn? Ein Liquid Lipstick von... Das ist ja eine abgefahrene Verpackung. Von Lethal Cosmetics. Du hast mir jetzt hier echt einen Liquid Lipstick von Lethal Cosmetics mit reingelegt. Oh, Jasmin, ey, das ist zu teuer. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, du kommst mir nicht davon. Also, du kannst mir sagen, du möchtest nichts haben. Ich habe deine Adresse und ja, das ist eine Drohung. Also, Wahnsinn. Also, sie hat mir hier aus der... Oh Gott, wie spricht man das denn auf Englisch aus? Chimera? Also, aus der... Gott, wie heißt dieses Fabelwesen? Doch, die Chimäre, genau, diese Löwensphinx ist das doch, oder? Bevor ich mich jetzt komplett blamiere. Von Lethal Cosmetics einen Liquid Lipstick, um es so auszudrücken, in der Farbe Voltage. Und der sieht richtig cool aus. Der sieht in der Kamera leider nicht ganz so aus, wie er in echt aussieht. In echt ist das wirklich ein relativ... pastelliges Orange. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Farbe. Die muss ich mal ausprobieren. Also die Farbe finde ich prinzipiell super cool, aber ich weiß nicht, ob sie mir steht. Wie gesagt, mit der Kamera, das könnt ihr nicht werten. In echt ist das ein wirklich pastelliges Orange. Das ist eine sehr, sehr coole Farbe. Ich könnte mir vorstellen, dass du diese Farbe vielleicht aussortiert hast, weil sie eben doch ein bisschen speziell ist. Aber ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren und ja, bedanke mich in ganz großer Form bei dir. Dann habe ich hier wieder ein längliches Produkt mit drin. Und zwar wäre das von Ofra ein Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Story. Das ist dieser schöne Mauve-Ton, den die Kamera jetzt auch ausnahmsweise sehr gut einfängt. Das ist ein tendenziell wirklich sehr schöner Ton, aber ich habe bei solchen Tönen immer so ganz leicht die Befürchtung, dass es zu pudrig aussehen kann. Denn es gibt so manche mauvige Töne, also versteht mich nicht falsch, Mauve trage ich sehr, sehr gerne. Allerdings muss man da aufpassen, da es sein kann, dass die Zähne so ein bisschen gelblich aussehen. Das ist auf jeden Fall ein super schöner Ton, den ich aber auf jeden Fall erstmal aufgetragen sehen muss. Aber trotzdem, Ofra, das ist nicht minder günstiger als Lethal. Also, Dankeschön, Jasmin. Was ist das denn? Von Beauty Bay. Ist das von Beauty Bay direkt? Ja, von Beauty Bay ein Liquid Crystal Eyeshadow in der Farbe Malachite. Malachite, also wie der Edelstein. Das sieht richtig cool aus. Also den muss ich swatchen. Das ist ein richtig, richtig cooler Farbton. Den werde ich jetzt einfach hier auf meinem Handrücken verteilen. Oh, das ist ein richtig schöner Ton. Malachite sind ja, glaube ich, die, ja, wie die Farbe vermuten lässt, die grünen Edelsteine. Und das hier ist jetzt die Farbe. Also das ist ein sehr metallisches,
bläulich angehauchtes Grün, was auf jeden Fall auch noch kleine Glitzerpigmente drin hat, die man jetzt aber in der Kamera definitiv nicht sehen kann. Das ist ein richtig, richtig cooler Ton. Ist aus der Living My Best Light Reihe anscheinend. Und das ist eine richtig schöne Farbe. Also da freue ich mich sehr drüber. Dankeschön. Wir sind, glaube ich, noch lange nicht am Ende angekommen. Denn hier hat sie mir in Luftpolsterfolie zwei Puderprodukte mit reingelegt. Zum einen von Bare Minerals, der Mineral Veil oder das Mineral Veil Puder. Da habe ich schon viel Gutes drüber gehört, muss ich sagen. Ich habe eine Freundin, die schwört auf Bare Minerals Produkte und die schwört auch auf dieses Puder hier. Ich persönlich hatte bis jetzt so gut wie nie Produkte von Bare Minerals. Ist übrigens auch relativ geruchsneutral. Von daher freue ich mich immer sehr, wenn ich natürlich auch mir unbekannte, gehypte Produkte ausprobieren kann. Und ja, mit Puder, ich habe in meinem letzten Video noch gesagt, Puder habe ich gerade genug. Aber hier würde ich tatsächlich eine kleine Ausnahme machen, denn das klingt wirklich richtig spannend. Und ja, von Bare Minerals habe ich noch nicht so viel, also Dankeschön. Und hier hätten wir von Little Rabbit einen Highlighter in der Farbe Pearl. Little Rabbit sagt mir nichts, das scheint irgendeine, das ist eine österreichische Marke, zumindest ist die Endung hier .at. Ja, das ist einmal ein kleiner Puder-Highlighter, beziehungsweise ein kleiner loser Highlighter, der eben, ja, recht hell perlmuttfarben ist, würde ich sagen, wie der Name schon vermuten lässt. Hier muss ich gucken, da ich schlichtweg kein Fan von losen Highlightern bin und bei solchen komplett weißen Highlightern, auch wenn ich wirklich relativ hell bin, so finde ich es bei mir immer ein bisschen schwierig, da mir die Highlighter tatsächlich ein bisschen zu hell sind. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und bedanke mich auch hierfür recht herzlich bei dir. Weiter geht es mit einem ebenfalls in Luftpolster. Nein. Okay, Jasmin, das. Bist du des Wahnsinns? Du schickst mir schon diese teure Kat Von D Palette, dann haust du mir noch Ofra rein, du haust mir Lethal Cosmetics rein und jetzt haut sie mir Jeffree Star mit rein. Das ist nämlich der Skin Frost Highlighter in der Farbe Eclipse. Bist du des Wahnsinns? Ist Eclipse der damals mit Many MUA rausgekommen ist? Ich bin bei den Highlightern von Jeffree Star nicht ganz up to date. Ich meine aber, Eclipse ist der, den er zusammen mit Many MUA rausgebracht hat. Ich versuche einmal den Highlighter zu öffnen. Boah, ist der schön. Ist der schön und ist der riesig. Also ihr seht es, da ist ein Mond und ein Stern mit reingestanzt. Und ihr seht, der ist ultrametallisch. Also die Highlighter von Jeffree Star, die haben ordentlich Wumms dahinter. Ich kann euch den auch einmal kurz auf meinem Handrücken swatchen. Also Wahnsinn. Ich danke dir, dass du mir einen Highlighter von Jeffree Star mit reingibst. Und der ist jetzt tatsächlich, zumindest auf dem Handrücken, gar nicht so stark, wie ich gedacht. Naja, wobei, der reflektiert schon ordentlich in der Kamera. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den nicht sogar selbst zu Hause hatte und ihn irgendwann mal aussortiert hatte. Irgendwie so ganz hinten in meinem Gehirn regt sich was. Aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also außer, dass du verrückt bist, dass ich mich bedanke, dass ich mich immens freue, da das jetzt mittlerweile wieder mein erster Jeffree Star Highlighter in meiner Sammlung ist. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also außer, dass ich mich hier wirklich nur wiederholen kann. Du bist wahnsinnig. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich traue mich mittlerweile schon gar kein Produkt mehr aus diesem Päckchen zu ziehen, weil ich wirklich Angst habe, was sie mir hier noch alles mit reingelegt hat. Wir hätten hier einmal von Sephora eine Probe von der Big by Definition Mascara. Das finde ich auch ganz spannend, da ich ja tatsächlich so gut wie keine Produkte der Sephora Eigenmarke habe. Also das finde ich richtig super und so eine kleine Mascara
geht halt auch immer, ist praktisch. Man braucht sie schnell auf und man kann sich mal so ein bisschen durchprobieren. Also Dankeschön dafür. Ich greife jetzt einfach nochmal an dieselbe Stelle, denn hier liegen auch noch unheimlich viele einzelne Produkte. Von MUA Makeup Academy einen flüssigen Blush in der Farbe Peach Puff. Hierbei muss ich sagen, den würde ich wahrscheinlich tatsächlich und ausnahmsweise weitergeben, da ich zum einen mit so flüssigen Blushes, ich meine, hier steht jetzt ja gut flüssiger Creme Blush, aber ich bin bei solchen Blushes tatsächlich immer so ein kleines bisschen zurückhaltend. Ich benutze tatsächlich lieber solche komplett cremigen Produkte und Peach ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Also Peach kann bei mir grauenvoll aussehen und es gibt nur wenige Peach-Töne, die tatsächlich gut an mir aussehen. Von daher würde ich das Produkt hier wahrscheinlich weitergeben. Aber nichtsdestotrotz natürlich vielen lieben Dank. Und von Clarence hätten wir hier noch eine kleine Probe. Und zwar ein Cleansing Micellar Water. Also wahrscheinlich... Oh Gottchen... Ein Bibi Micellenwasser und damit kann ich natürlich eine Menge anfangen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Micellenwasser, also ich benutze seit Jahren täglich Micellenwasser. Mittlerweile habe ich durch die ganzen Pakete auch ein, ich habe Micellenwasser, also ich könnte Jahre damit durchkommen. Aber von der Größe her ist das hier natürlich perfekt, um es auf Reisen mitzunehmen, weil da nehme ich tatsächlich solche großen Flaschen wirklich nur äußerst ungern mit, da mir auch schon mal eine ausgelaufen ist. Von daher wird die direkt zu den ganzen Reisesachen gestellt. Dankeschön. Ich verschwinde wieder in dem Paket und ich wollte gerade sagen, dass ich die rechte Ecke geleert habe, aber ich ziehe hier gerade eine Handvoll Produkten raus. Und zwar fangen wir da einmal mit einer kleinen Palette von e.l.f. an. Das ist die Palette in der Farbe Carnival Candy. Keine Ahnung, wie ich auf Barb à Papa gekommen bin. Wahrscheinlich ist das Lidschattenpalette auf irgendeiner Sprache. Aber das hier ist die Farbe Carnival Candy. So sieht die einmal aus. Hier sind vier Farben drin, unter anderem ein richtig schön metallisches, dunkles, intensives Blau. Also ich würde sagen, der Blauton ist definitiv das Highlight der Palette. Aber ich kann im Allgemeinen mit solchen kleinen Paletten leider nicht ganz so viel anfangen. Von daher wird die hier weiter wandern. Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank. Genauso wie diese Palette, die Berry Bad Palette. Und die hier aus dem einfachen Grund, da ich die Palette bereits zu Hause habe. Das ist eine etwas rostigere, wärmere Palette und die habe ich ebenfalls geschenkt bekommen und ja, die habe ich bei mir tatsächlich schon zu Hause. Von daher werden die beiden Paletten weiter wandern und dann hätten wir hier einmal aus der Everlasting Blooms Reihe von Essence einen Lip and Cheek Stick. Ich möchte hier mal sagen, dass das so ein bisschen aussieht von der Verpackung her wie Fenty Beauty, aber wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Das ist die Farbe 01 Live Life in Full Bloom. Der ist schön. Und ich muss auch sagen, ich finde dieses Zusammenspiel von diesem pinken Stick, diesem rosé-goldenen Metallelement und diesem fliederfarbenen Verpackungsdesign wunderschön. Also ich finde den von der Optik her mega ansprechend und von der Farbe her ist der auch super schön. Also da könnte ich mir... Oh ja. Oh! Das ist ein richtig schönes Bonbon-Rosa. Allerdings auch nicht zu deckend, sodass man sich wahrscheinlich nicht so leicht überblaschen kann. Also den werde ich definitiv ausprobieren. Das ist eine richtig, richtig tolle Farbe. Mir gefällt das Design total gut. Mir gefällt die Farbzusammenstellung total. Das ist ein richtig schönes Produkt. Dankeschön. Ich ziehe hier noch einmal ein paar lose Sachen raus. Beziehungsweise hier sind jetzt ein paar quergestellt. Zum... Alter Schwede. Okay, Jasmin. Ich habe hier einen Lippenstift drin. Und zwar nicht irgendeinen Lippenstift.
Das ist ein Lippenstift von Jason Wu. Und Jason Wu macht teure Sachen. Das ist kein günstiger Lippenstift. Das ist die Farbe HF07 Danish. Wahnsinn. Also ich liebäugle schon so lange mit den Produkten von Jason Wu. Der hat eine wunderschön rosige Lidschattenpalette. Und auch mit den Lippenstiften. Och, du bist doch des Wahnsinns. Das ist ja ein abgefahrener Ton. Also zum einen finde ich es wirklich schick, dass alles Ton in Ton, alles ist monoton. Und das ist so ein richtig kühles, kaltes Leichenmove. Oh, das ist so eine richtig schöne Leberwurstfarbe. Ihr wisst, ich liebe Leberwurstfarben, auch wenn die mich ja, wie eine lebende Leiche aussehen lassen. Aber wow, das ist ein richtig schön kalter, topiger Mauve-Ton. Wahnsinn. Also Jason Wu. Jason Wu ist teuer. Dankeschön, Jasmin. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich nur wiederholen. Also Wahnsinn. Die Farbe ist wunderschön. Es ist ein Jason Wu Lippenstift. Also, dass du mir den einfach so mit reingelegt hast. Dankeschön. Dann hat sie mir noch zwei kleine Sachets mit reingelegt. Und zwar ist das zum einen einmal von Siaya, die Jasmin-Gesichtsmaske gegen Falten und eine Probe der Charlotte Tilbury Magic Cream. Die habe ich neulich erst verwendet, ist mir aktuell für den Sommer tatsächlich ein bisschen zu reichhaltig. Aber das sind auf jeden Fall schöne kleine Proben. Dankeschön. Obwohl dieses Paket so klein ist, ist es wirklich zum Bersten gefüllt. Also hier sind noch so viele Produkte drin. Zum einen von She Glam einen Jelly Wow Eyeshadow Pop in der Farbe Nova Glow. Das müsste wahrscheinlich so ein Jelly, also so ein wabbeliger Lidschatten sein. Genau, einmal, oh, der ist sogar noch, ist der noch verschweißt? Da will ich jetzt gar nicht so viel Luft dran lassen. Das ist ein champagnerfarbener Lidschatten. Also ihr seht es, das ist so ein ja, Champagnerton. Nehmt's mir nicht übel, aber den werde ich wahrscheinlich weitergeben, da ich mit solchen Jelly-Lidschatten tatsächlich nicht ganz so viel anfangen kann. Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Dankeschön. Dann hätten wir von... Oh, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Heißt das Mon? Das ist diese Marke von Stefanie Giesinger. Ein Hydration CBD Face Serum. Das ist dieses ja, Gesichtsserum von der Marke von Stefanie Giesinger. Das hatte ich in der, ich glaube, Campus-Tüte mit drin. Das wird ebenfalls weiter wandern, da ich das bereits ja, ausprobiert habe. Hat mir tatsächlich nicht ganz so gefallen, hat meiner Haut... ja, nicht wirklich was gebracht. Von daher wird das hier weiter wandern. Aber ich bedanke mich natürlich trotzdem ganz herzlich bei dir. Dann... Ich wollte gerade sagen, ich habe den Jason Wu Lippenstift aus Versehen wieder reingelegt. Aber nein. Sie hat mir noch einen zweiten Jason Wu Lippenstift mitgeschickt. Und zwar ist das die Farbe Jelly Roll. Das ist jetzt der zweite Lippenstift von Jason Wu. Und ich kann mich nur wiederholen. Jason Wu ist verdammt teuer. Und ich habe jetzt hier einfach mal zwei Lippenstifte von ihm geschenkt bekommen. Und... wunderschöne Farbe. Also, ich weiß nicht, warum du sie aussortiert hast, aber also von der Farbe her, der ist ein bisschen wärmer, ein bisschen rötlicher als die Farbe davor. Jetzt habe ich einfach mal zwei Jason Wu Lippenstifte von 0 auf 2. Du bist wirklich verrückt. Also, das ist eine wunderschöne Farbe. Ich meine, ich freue mich sehr darüber, um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber die sind teuer, die Lippenstifte. Die sind verdammt teuer. Und dass du mir jetzt einfach zwei von denen da reingelegt hast. Ich kann euch nochmal die beiden Farben... Okay, die sehen tatsächlich jetzt auch für mich
relativ identisch aus, muss ich sagen. Wobei, ja doch, der eine ist ein bisschen heller, der untere. Du bist der Wahnsinn. Also wirklich vielen lieben Dank. So stelle ich mir übrigens Hermines Tasche vor, wo gefühlt ja alles reinpasst, denn dieses Paket, es hört und hört und hört nicht auf. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir hätten hier von Essence die I Like to Move It, Move It Lidschattenpalette mit drin. So sieht die einmal aus und die hat bestimmt, die ist schick. Die hat so richtig schön, also der Name ist Programm, sagen wir mal so. Hier sind richtig schön kühle, movige Töne mit drin. Also die wird auf jeden Fall ausprobiert, denn kühle, movige Töne, die trage ich mit am liebsten. Wir haben eine weitere Palette von e.l.f. in der Farbe Pumpkin Pie. Die ist aber auch sehr schön, muss ich sagen. Also bei der könnte ich überlegen, ob ich die hier nicht doch behalte. Da ich solche kleinen Paletten per se eigentlich nicht gebrauchen kann, aber fürs Reisen, wo mir diese großen Paletten teilweise einfach ein bisschen zu sperrig sind, ist das hier natürlich ganz praktisch. Und die ist von den Farben her auch wirklich super schön. Man hat zwei Schimmertöne, zwei matte Töne. Also bei der bin ich auf jeden Fall am Überlegen. Dankeschön. Und dann hat sie mir noch zwei Paletten von Catrice mit reingelegt. Einmal die Powerful Elegance Everyday Face and Cheek Palette. Die sieht einmal so aus. Okay. Die ist auch schön. Ich guck mal, dass euch der Spiegel hier nicht so blendet. Hier hätten wir also einmal zwei Bronzer, zwei Blusher und zwei Highlighter. Und gerade die Blushfarben und auch die Bronzer, die sehen schon schön aus. Also die Palette hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wie gesagt, sowas ist halt eine gute Palette, wenn es wirklich ums Reisen geht. Also vielen lieben Dank für die hier. Und aus derselben Reihe, weil hier ist nämlich auch wieder eine Everyday Face and Cheek Palette, aber diesmal die Romantic Gardens. Die ist auch schön. Hier ist jetzt nur ein Bronzer mit drin. Drei Blushes und zwei Highlighterfarben. Und ich glaube, die finde ich tatsächlich noch ein kleines bisschen schöner, muss ich sagen. Die sind wirklich sehr schön. Also die sind sehr, sehr schön. Und ja, ich wiederhole mich, gerade fürs Verreisen wirklich perfekt. Also vielen, vielen lieben Dank für diese schönen Paletten. Ich habe das Paket jetzt einmal geleert und auf den Boden gestellt. Und da hat sie mir wirklich noch 5 Paletten in das Paket geschmuggelt. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Das Paket war wirklich von oben bis unten prall gefüllt. Mir fehlen wirklich, wirklich die Worte. Ich hätte hier einmal von Revolution von SofX die Ultra Eyeshadow Palette. Lidschattenpalette. Da weiß ich überhaupt... hier fällt mir erstmal das entgegen. Das ist eine interessante Farbzusammenstellung. Ich guck mal, dass ich euch den Spiegel so ein bisschen... Naja, es ist auch blöd. Ich nehme einfach mal die anderen Paletten. So. Genau. Jetzt sieht man die Palette ein kleines bisschen besser. Das ist eine interessante Farbzusammenstellung. Also von den reinen Farben her finde ich die wirklich, wirklich schön. Aber dadurch, dass ich halt wirklich so viele Lidschattenpaletten habe, muss ich halt wirklich sehr streng sein, welche Paletten bleiben dürfen und welche nicht. Die finde ich zwar von der Farbzusammenstellung her wirklich, wirklich schön, glaube aber, dass sie mich verlassen wird. Da ich eben einfach schlichtweg so eine große Sammlung habe. Sie hat ja auch geschrieben, dass ich Paletten auch weitergeben darf oder Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Aber nichtsdestotrotz vielen lieben Dank für diese Palette. Aber das war, wie gesagt, nicht die einzige Palette, denn sie hat mir hier unter anderem noch von Zoeva die Matte Palette mit reingelegt. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich nur matte Farben drin. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Batman, an Gotham. Ja, das ist natürlich cool. Also das ist einmal hier diese 10er Palette mit 10 komplett matten Tönen.
Ich denke, sie wird aber trotzdem weiter wandern, da ich Schimmertöne brauche. Also ich trage so gut wie nie komplett matte Looks. Ich brauche immer noch ein Schimmerelement mit dabei. Die ist wunderschön, aber dadurch, dass hier eben keine Schimmerfarbe mit drin ist, wird die hier wahrscheinlich weiter wandern. Aber trotzdem, dass du mir da jetzt so Eva-Paletten überlässt, weil hier kommt nämlich auch schon die nächste. Das ist die Premiere-Palette von Zoeva. Die sieht einmal so aus. Die werde ich definitiv ausprobieren. Hier sind nämlich wunderschöne Grüntöne mit drin. Und bei Grüntönen, da schlägt mein Herz einfach für. Also das ist eine sehr schön erdige Palette. Man hat die Brauntöne, man hat die warmen, fast schon lila-stichigen Brauntöne und eben hier unten diese zwei Grüntöne. Und hier hat man eben jetzt auch wirklich eine Mischung aus schimmernden und aus matten Tönen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Palette. Die wird auf jeden Fall, ja, definitiv ausprobiert werden. Dankeschön. Und zu guter Letzt von Zoeva die Mixed Metals Palette. Die sieht einmal so aus und vom Innenleben würde die einmal so aussehen. Die wird wahrscheinlich weiter wandern, weil da finde ich, also ich finde die Palette zum einen, ich weiß ja, dass, also es soll ja Mixed Metals sein, also ja, metallische Geschichten und ich glaube, das hier soll auch ein Stein, ein Gesteinsbrocken darstellen, so einen mineralischen Gesteinsbrocken. Ich finde, das sieht eher so ein bisschen camouflagemäßig aus. Also mir ist die Palette tatsächlich ein bisschen zu unruhig. Also ich finde die Farbzusammenstellung nicht ganz so ansprechend, wobei dieser Kupferton hier unten, der ist unheimlich schön. Also der Kupferton gefällt mir richtig, richtig gut. Und hier sind jetzt keine komplett matten Töne drin, beziehungsweise ich glaube der schwarze hier, das könnte einer sein, sonst sind die meisten eben so metallisch oder so seidenmatt, aber die Palette wird ja wahrscheinlich weiter wandern und zu guter Letzt hätten wir das Produkt, die Palette, um die es eigentlich in diesem Video geht, um die es in dem Paket geht, die Shade and Light Contour Palette von Kat Von D. Die meisten von euch dürften sie eigentlich kennen. Hier sind drei Kontur- bzw. Bronzertöne und drei Highlightertöne mit drin. Und die ist halt wirklich schön, ne? Also die ist wirklich, wirklich schön. Das ist auch noch aus der Kat Von D Zeit. Ich weiß gar nicht, ob KVD die Palette so übernommen hat, wenn ich ehrlich bin. Und oh, die ist ja wirklich so gut wie gar nicht verwendet. Also Wahnsinn. Ja, hier sieht man einmal die Palette. Ich werde mich wahrscheinlich tatsächlich eher an die Kontur- und Bronzertöne halten, wobei hier ist auch so eine Art Banana Powder mit drin, was man ja für unter die Augen ganz gut verwenden kann. Aber ich werde mich da einfach mal durchtesten. Also ich wollte diese Palette tatsächlich schon so, so lange haben, habe aber irgendwie, ja, immer den Zug verpasst, sie mir dann zu kaufen. Ich bin immer wieder abgesprungen und jetzt habe ich sie dank dieses glücklichen Umstandes bekommen und ja, was soll ich sagen, sie ist einfach wunderschön und ich freue mich sehr über die Palette und ich freue mich über dieses ganze Paket. Also mir fehlen echt die Worte. So ihr Lieben, wir wären einmal am Ende des Päckchens angekommen. Und ich weiß wirklich nicht, was ich noch großartig sagen soll, außer dass ich wirklich sprachlos bin. Also nicht, dass mir diese Kat Von D Palette alleine sowas von massiv gereicht hätte. Sie hat ja, ihr habt ja das Paket gesehen, wie vollgestopft das mit tollen Sachen war. Sie hat mir Jason Wu Lippenstifte reingelegt. Sie hat mir Lethal Cosmetics reingelegt. Jeffree Star, Ofra, einfach so. Einfach so aus purer Nettigkeit, weil sie aussortiert hat, keine Verwendung mehr dafür hat. Und ich weiß wirklich gar nicht, was ich sagen soll. Also außer, dass ich mich wirklich, ich kann mich gar nicht genug bedanken. Ich habe mich wahrscheinlich in diesem Video schon 800 Millionen Mal bei dir bedankt, aber ich
weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich darf ihr nichts schicken, woran ich mich wahrscheinlich nicht halten werde. Also wir werden da wahrscheinlich noch eine Lösung für finden. Aber ich bin einfach wirklich baff vor lauter Nettigkeit einer fremden Person gegenüber. Ich meine, wir kennen uns nicht. Sie kennt mich in dem Sinne nur durch die Videos. Und dass sie mir einfach trotzdem, trotz allem, eine Freude machen will, indem sie mir so ein tolles Paket schnürt. Wie gesagt, ich wäre schon mit der Kat Von D Palette alleine im Himmel gewesen. Und jetzt noch diese ganzen tollen Produkte einfach so aus lauter Freundlichkeit mit dazu. Dankeschön. Also du hast mir wirklich eine immense Freude gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kann ein paar Paletten weitergeben. Ich habe wieder ein bisschen was für neue Trash-Päckchen. Ich behalte den Großteil der Produkte, weil das einfach so schöne, hochwertige Sachen sind. Und ich kann mich wirklich nur wiederholen. Und es tut mir auch leid, dass ich mich so viel in diesem Video wiederholen muss. Aber Jasmin, Dankeschön. Also das war wirklich unheimlich großzügig, freundlich, liebenswert und du hast mir damit wirklich die Woche versüßt, das Wochenende versüßt und es war mir wirklich eine Freude, dieses tolle, unerwartete Päckchen auszupacken und bedank dich bloß nicht, dass du mir was schicken durftest. Um Gottes Willen, ich bedanke mich bei dir, dass du mir so ein Wahnsinnspaket geschnürt hast. Also wirklich, von Herzen, Dankeschön. Danke für dieses tolle Päckchen und bevor ihr das Danke nicht mehr hören könnt, werde ich das Video an dieser Stelle beenden. Ich bin einfach nur geflasht, dankbar, ungläubig und absolut schockiert. Ja, das kommt jetzt natürlich ein bisschen außerplanmäßig, das Video. Ich hatte es euch ja gesagt, ich muss so ein bisschen gucken, dass ich in kurzer Zeit viele Videos nacheinander rausbringe. Von daher, ich glaube, ich habe das Video Montag geplant. Das heißt, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, habt euch vom Montag nicht so ärgern lassen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!